Hallo meine Lieben, ich bin der Tobi von Dystopia und wir werden uns jetzt in dieser Miniserie gemeinsam die Abilities bzw. Fertigkeiten und Keywords der einzelnen Karten anschauen. Also nicht jeder einzelnen Karte, sondern einfach die Keywords an sich. Und wir fangen mit dem englischen Alphabet an, deswegen wundert euch nicht, wenn wir hier mit dem Kampfschrei anfangen. Denn auf Englisch heißt das Battle Cry und dann kommt es im Alphabet doch ziemlich weit oben. Ja. Ich habe einfach mal ganz harmlose Klassiker, ja, Klassiker aus der Klassik-Version von Hearthstone rausgesucht. Und das sind Karten, die jedem von uns schon mal kräftig auf den Keks gegangen sind. Also mir, die ich aber auch schon genutzt habe, um den Gegner ziemlich zu ärgern ein bisschen. Und das wäre hier die erste Karte, der Friedensbewahrer. Paladin-Karte sieht man hier, Set Klassik-Karten. Ja, darum geht es nicht, es geht uns um den Kampfschrei. Kampfschrei setzt den Angriff eines feindlichen Dieners auf 1. Was macht der Kampfschrei? Ein Effekt tritt in Kraft, wenn die Karte ausgespielt wird. Das macht der Kampfschrei. Ganz harmlos. Ihr spielt die Karte und dann passiert der Effekt, der dahinter steht. Soweit, so harmlos. Setzt den Angriff eines feindlichen Dieners auf 1. Wichtig ist es immer, genau zu lesen, was da steht. Am Anfang kann es für Verwirrung sorgen, später habt ihr es dann drauf. Keine Sorge, da kommt ihr dann gleich dahinter, wenn ihr euch ein paar Mal selber kaputt gemacht habt, leider. Aber, genau, Kampfschrei setzt den Angriff des feindlichen Dieners auf 1. Ich habe auch nachher einen Bonus hier, das gucken wir uns dann an, wann es eben auch mal in die Hose gehen kann, okay? Gut. Als nächstes hätten wir die wundervolle Karte Pflege, die ist auch ganz herrlich. Ja, hier geht es darum, wählt aus. Ja. Und zwar, da gibt es jetzt hier auch keinen Text dazu, sondern man wählt einfach aus, wie die Karte schon sagt. Entweder, also ihr spielt die Karte, entweder erhaltet ihr 2 Mana-Kristalle, ja, oder ihr zieht 3 Karten. Je nachdem, was ihr braucht. Das ist, ich finde die Karte ist nach wie vor, ich finde die gut. Man könnte sagen, okay, die ist eventuell ein bisschen langsam, ich weiß es nicht, weil die ja 5 Mana kostet. Aber wenn ihr die tatsächlich im Turn 5 spielen könnt oder schon mit der Münze in Turn 4 und dann 2 Mana-Kristalle extra erhaltet, ist halt dann schon mächtig. Gell? Wenn ihr dann tatsächlich mal 9 Mana, 10 Mana habt, ja, und dann noch Karten braucht, ist die nicht verkehrt. Also wählt aus, ihr spielt die Karte und dann wählt ihr aus, erhaltet 2 Mana-Kristalle in diesem Fall oder zieht 3 Karten. Eins von 2 Möglichkeiten auswählen. Die nächste Karte, die ich ausgesucht habe, ist der gute alte Edwin van Cleef. Hier geht es darum, um Combo. Ja? Combo, ein Bonus, wenn in diesem Zug bereits eine Karte ausgespielt wurde. Also es muss nicht mal eine bestimmte Karte sein, ihr müsst einfach eine Karte, irgendeine Karte, gespielt haben. Ja? Und dann tritt der Combo-Effekt in Kraft. In diesem Fall hier erhält für jede in diesem Zug bereits gespielte Karte +2/+2. Er kostet 3 Mana, okay? Wenn ihr jetzt als Schurke einen Haufen 0 Mana, 1 Mana oder 2 Mana Karten auf der Hand habt, da kriegt ihr für jede Karte, die ihr ausspielt, +2/+2 und dann kann der locker auf +10/+10 kommen, wenn ihr 4 Karten ausspielt. Also, heftige Geschichte. Der gute alte Edwin van Cleef hat jedem von uns schon sehr gefallen. Nur ganz kurz zum Combo sei noch Folgendes gesagt. Combo gibt es auch bei den Söldnern im Söldnermodus. Und im Söldnermodus gibt es dann aber teilweise auch Voraussetzungen. Da heißt es dann Natur-Combo. Ja? Dann muss davor ein Naturzauber gespielt worden sein. Oder Feuer-Combo. Dann muss davor ein Feuerzauber gespielt worden sein. Und es gibt auch dort diesen allgemeinen Combo wie hier, wo man eben ganz einfach nur überhaupt eine Karte gespielt haben muss, damit sie in Kraft tritt. Das gibt's auch bei den Söldnern. Als nächstes auch der Oberklassiker Todesröcheln, ja, mit der Savannenhochmähne. Nach wie vor, glaube ich, ist es eine valide Karte, die man spielen kann im Klassik-Modus. Und Todesröcheln, das ist ein Effekt, der in Kraft tritt, wenn die Karte zerstört wird. Okay? Also ihr spielt die Savannenhochmähne, sie kriegt 5 Schaden, wie auch immer. Und dann anschließend stirbt dieser Savannenhochmähne und ruft 2 Hyänen mit jeweils 2 Angriff und 2 Leben herbei. Gar nicht so schlecht. Das ist Todesröcheln. Ein Effekt, der in Kraft tritt,
wenn die Karte zerstört wird. Als nächstes habe ich mal die Pandaren-Importeurin gewählt, weil die hat einen Kampfschrei, den haben wir ja schon gelernt, Kampfschrei, ja. Ein Effekt tritt in Kraft, wenn die Karte ausgespielt wird, das hatten wir ja schon, ich glaube, ganz am Anfang, das erste war das gewesen, genau, aber jetzt hat sie außerdem noch Entdecken. Also wenn sie gespielt wird, dann entdeckt sie einen Zauber und Entdecken bedeutet, wählt eine von drei Karten und erhaltet sie auf die Hand. Okay, also Entdecken, da kriegt man dann eine Auswahl aus drei Karten, außer es wird noch durch irgendwelche anderen Punkte modifiziert, dass man eventuell sogar mal aus vier auswählen könnte. Habe ich auch schon gesehen, ist möglich. Also, aber prinzipiell, ja, merkt euch, wenn ihr was entdeckt, dann habt ihr immer die Wahl von drei Karten und das ist nicht verkehrt. Ja, da ist meistens, okay, bei mir meistens nicht, aber in der Regel, ja, ist da eine gute Karte dabei. Und in diesem Fall sagt sie jetzt, entdeckt einen Zauber, der nicht zu Beginn in eurem Deck war. Ja, also alle Zauber, die ihr in eurem Deck habt, kommen nicht vor, die können nicht entdeckt werden, sondern irgendein anderer. Alles klar? Das ist auch eine der Karten, wenn ihr vorhättet, Hearthstone als Offline-Spiel zu spielen, habt ihr hier ein ganz großes Problem. Außer, ja, ihr macht extra noch ein Zauberdeck, was man irgendwie daneben legt und wo man dann halt raussuchen kann. Kann man ja machen, aber das ist dann schon etwas schwierig. Aber es gibt noch viel schwierigere Karten, wenn man es offline mal spielen wollte. Okay. Entdecken, ja, eine aus drei Karten auswählen. Argentum-Beschützer ist der nächste. Der Spruch ist ganz wichtig. Ich sage nicht, dass ihr Feuerbällen ausweichen könnt. Ich sage euch, dass ihr es mit diesem Schild nicht mehr müsst. Okay. Verleiht einem befreundeten Diener Gottesschild. Ja? Und Gottesschild, ganz harmlos auch, ignoriert den ersten erlittenen Schaden. Gottesschild gibt es ja über ganz viele verschiedene Möglichkeiten oder Mutationen oder was auch immer kann man Gottesschild erlangen. Und der Gottesschild ursprünglich kam aus World of Warcraft und hieß auch da die Angstbubble. da war der Paladin, ich glaube, 10 Sekunden lang unbesiegbar. Ja, dem konnte überhaupt nichts passieren. Man konnte vom höchsten Turm runterspringen. Es ist nichts passiert, mal die Bubble gezündet und quasi unbesiegbar. Die Angriffe haben doppelt so lang gedauert. War, glaube ich, 100%ige Angriffszeiterhöhung. Und ja, es hat halt jeden total erneut und es war vor allem damals in Vanilla WoW, da war der Paladin jetzt eher so, der will nur spielen, hat man gesagt. Ja, der hat da nicht wirklich Schaden gemacht oder war in irgendeiner Form großartig gefährlich. Der ging einem halt einfach auf die Nerven, dann auch noch mit Gottesschild dazu. Ja. Und das ist halt hier Gottesschild. Ja, sehr cool. Also nochmal, ignoriert den ersten erlittenen Schaden. Ja, also wenn man dann Schaden kriegt am Anfang, dann passiert da nichts. Aber die Kampfwerte, wenn er jetzt Gottesschild hätte und würde angegriffen, würde er dem Gegner trotzdem 2 Schaden zufügen. Ja? Nur, dann würde der Gottesschild verschwinden und anstatt, dass er stirbt, wäre er nochmal am Leben. Ganz genau. Gilt natürlich auch, wenn er jetzt 100 Leben hätte und von einem 1-1er angegriffen würde. Ja? Dann würde der Gottesschild trotzdem verschwinden. Also bei jedem Schaden, der ihn auch nur leicht berührt, verschwindet das Gottesschild vom befreundeten Diener. Okay, und jetzt für diese erste Folge noch Bonus, wo man aufpassen muss. Ja? Massenverwandlung. Schafe in Frostwolf-Kleidung. Verwandelt alle Diener in Schafe. Verwandelt alle Diener in Schafe, okay? Nicht nur die feindlichen, sonst würde dran stehen, verwandelt alle feindlichen Diener in Schafe. Verwandelt alle in Schafe, auch eure, auch euren 5-5er, auch euren 10-10er. Verwandelt alle in 1-1er Schafe. Das war's, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es geht auch bald weiter mit der nächsten Folge und wir werden uns alles von Hearthstone im Detail angucken. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei, Leute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ihr wollt doch keine Folge mehr verpassen. Stimmt's? Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.